Yo, Nafris, was geht ab? Erst einmal die Brille putzen, um natürlich nicht sofort als Idiot abgestempelt zu werden, sondern erst während des Videos. Und zwar habe ich diesmal einen ziemlich widerspruchlosen Menschen entdeckt, einen schwarzen AfD-Politiker, der damals aus Eritrea nach Deutschland geflüchtet ist, um jetzt Politik dafür zu machen, dass man keine Flüchtlinge aufnehmen sollte. Das nenne ich erstmal den eigenen Arsch retten und dann auf alle anderen scheißen. Korrekter Typ. Ist die Brille eigentlich sauber? Bitte einmal in die Kommentare schreiben, ob die Brille sauber war. Homib erzählt mir, dass auch heute die meisten seiner Freunde einen Migrationshintergrund haben. Auch Muslime seien unter seinen Freunden. Das erstaunt mich dann doch. Denn am Islam arbeitet Homib sich besonders gerne ab. Er macht Videos gegen den Islam, hat aber wiederum muslimische Freunde. Jetzt frage ich mich aber, wie kann das sein? Er ist dann für mich jetzt schon direkt ein Heuchler. Du kannst doch nicht mit Menschen befreundet sein, gegen die du ja was hast. Sonst würdest du ja keine Videos gegen den Islam machen. Und da frage ich mich wiederum, was sind das denn für muslimische Freunde? Weil ich kann mir nicht vorstellen, jemanden, den du öffentlich auch noch beleidigst, dass er dann mit dir befreundet ist. Aber du bist kultureller Muslim. Bitte? Du bist so etwas, ich habe sehr gläubige Moslems. Meine Eltern beten 5-mal am Tag. Meine Eltern, also das sind wirklich Moslems. Gläubig, kein Alkohol, kein Schwein. Wie gesagt. Das sind gläubige, nee, aber lass mich einmal ausreden. Ja. Das ist auch jetzt eine typische Situation, die kenne ich selber. Das machen Menschen, die etwas gegen den Islam haben, versuchen dir den Islam rauszureden. Die dann zum Beispiel sagen, du bist ja nur als Moslem geboren, du bist nur ein kultureller Moslem, aber ansonsten hast du ja nichts mehr mit dem Islam zu tun. Das ist dieses typische, so durch die Blume will man sagen, ja, du stehst ja gar nicht für den Islam, du hast ja nichts damit zu tun. Weil sie im Kopf haben, der Islam hat was mit Terrorismus und Radikalität zu tun. Total absurd, also ich finde es total lächerlich. Aber diese typische Leier kennt, glaube ich, fast jeder von uns. Homib und seine Eltern fliehen Anfang der 80er Jahre aus Eritrea nach Deutschland. So wie meine Eltern auch. In deren Heimat herrschte da schon seit Jahren ein blutiger Bürgerkrieg. Er ist aus Eritrea mit seiner Familie geflüchtet. Er kommt aus dem Krieg. Er weiß, wie es ist, wenn man aus dem Krieg kommt. Er wurde in Deutschland aufgenommen, anstatt dafür dankbar zu sein und sich dafür politisch zu engagieren, dass man jetzt auch Menschen wie seiner Familie hilft, macht er stattdessen Politik, die dagegen ist. Die AfD würde ja am liebsten überhaupt keine Flüchtlinge aufnehmen. Also ich kann diesen Menschen überhaupt nicht nachvollziehen. Lieber Homib, stell dir doch mal vor, zu der Zeit, als deine Familie aus Eritrea flüchten wollte, wäre die AfD an der Macht gewesen, oder beziehungsweise da hätte es die AfD schon gegeben und sie wären an der Macht gewesen und die hätten sich dafür ausgesprochen, dass man Flüchtlinge aus Eritrea nicht annimmt. Du wärst jetzt entweder verhungert oder du wärst im Krieg gestorben und deine Familie auch. Merkst du eigentlich nicht selber, dass du in einer Scheinwelt lebst? Ich habe mich dann gefragt, so wurdest du nicht auch schon mal als Neger beschimpft? Nicht beschimpft, in der 7. Klasse muss es gewesen sein, meint mein Religionslehrer. Ja, und einer sah dann so aus wie du, Homib, das war halt auch so ein Neger. Das fandst du nicht, das hatte... Also wie alt warst du da? 7. Klasse, wie alt ist man da? 13? Ja, ungefähr. Für mich war das so, betroffen kann man nur sein eigentlich, wenn man wirklich auch damit, wie soll ich sagen, damit gemeint ist. Und für mich ist es auch gar keine Beleidigung gewesen, in keinster Form. Sein Religionslehrer wird ab jetzt von Manuelsen gejagt, da bin ich mir 1000% sicher. Sobald du die Grenze von Nordrhein-Westfalen überschreitest, komme ich dahin und fick deine Mutter. Wen nennst du Nigger, Alter? Dass du das Wort Nigger nicht als Beleidigung siehst, ist ja okay, ist ja deine Sache. Ich bin auch ein Mensch, ich sehe das Wort Nafri auch nicht als Beleidigung. Also, mich interessiert sowas gar nicht. Ich lasse sowas gar nicht an mich ran. Im Gegenteil, ich find's lustig. Und das ist ja eigentlich auch abwertend gemeint. Dass du aber dann wiederum sagst, alter weißer Mann ist für dich eine Beleidigung. Den Begriff alter weißer Mann, den findet er schon rassistisch. Find ich total dumm. Richtig idiotisch. Wie kannst du etwas als Beleidigung sehen, also was aus ganz normalen Worten besteht? Also das ist ja, keine Ahnung, alter schwarzer Mann, alter weißer Mann, das sind ja keine Beleidigungen. Aber dann wiederum das N-Wort nicht als Beleidigung zu sehen, finde ich dann ja doch irgendwie heuchlerisch. Was haben wir in der Pädagogik gelernt, Leute? Dass nach der psychosozialen Entwicklung, nach dem Stufenmodell von Erikson, im 5. Stadium die Ich-Identität gegen die Ich-Identitätsdiffusion kämpft. Und das ist das Jugendalter. Er hat im Jugendalter einfach Probleme gehabt und wollte unbedingt ein Teil einer Gruppe sein.
Und die Gruppe ist jetzt halt im Erwachsenenalter die AfD geworden. Du solltest, glaube ich, mal einen Psychologen aufsuchen. Ein Ratschlag von mir. Ich werde Homib noch ein letztes Mal treffen. Diesmal aber nicht in Heidelberg, sondern im rheinland-pfälzischen Kande. Die Stadt ist zum Symbol für Rechte geworden und er soll hier seinen Auftritt haben. Welche Kultur ist besser? Afghanistan, bei der die Frauen immer noch in sehr vielen Bereichen komplett wie eine Mumie, komplett vermummt rumlaufen müssen, oder? Bikini-Deutschland. Deutschland! Okay, das können wir doch mal sagen. 1, 2, 3. Deutschland! Du stehst jetzt wirklich in einer Menschenmenge und hetzt gegen andere Religionen und Völker. Aber ist dir überhaupt bewusst, dass die Menschen dich auch nicht haben wollen? Das sind ja auch einfach Idioten. Du wirst von der AfD benutzt, damit die AfD sagen kann, wir sind doch überhaupt keine rassistische Partei. Wir haben doch auch farbige Menschen unter uns. Ein Mensch, der sowas nicht sieht, tut mir einfach nur leid. Das schreibt mir bitte eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Ich bin echt gespannt.